Rating pending. May contain content inappropriate. Blah, 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 blah. Ubisoft. Ivory Tower. The Crew. The Crew. Closed Beta. Damit herzlich willkommen zur Closed Beta von The Crew. The fuck is this loud? Option. Warum continue? Geht nur Englisch. Dann machen wir Untertitel an. Metrisches System. Audio. Ah. Kriege ich hier nämlich Kopfprobleme. Also ich habe das Spiel gerade erst gestartet. Ne, ich habe noch nichts irgendwie eingestellt. Das ist jetzt erstmal, dass ich das Ding starte. Video Present Ultra. Na gut. Mal gucken, ob das so funktioniert. Da bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob das so mit Ultra läuft. Aber gut, machen wir es mal. Welcome to the Crew Closed Beta. Please keep in mind that the game is still in progress. What content is available? Doing free driving in the entire US map. Whoa. Playing with your friends, cool. Ein paar Cars. Customization, Skills, Mission. Okay. Da bin ich. Detroit. Ah, in der Nähe von Detroit. Okay. Wäre jetzt cooler gewesen, wenn es so ein direkter Übergang wäre, aber da sage ich jetzt mal nichts zu. Jetzt gibt mir noch ein kleines Filmchen. Ich race anscheinend jetzt schon. Oh, ist die Steuerung scheiße. Ja. Schick, 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 schick. Wo ist der nächste Checkpoint? Da. Ah. Boah, die Steuerung ist echt Mist. Die Steuerung ist gerade echt Mist. Da muss ich gleich mal gucken, ob man da irgendwas umstellen kann. Also die... direkte Steuerung sozusagen. Also wenn ich nach rechts mache, dann geht er überhaupt nicht nach rechts. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht hier in dem Dreck so sein soll. Ob ich die Straße besser lenken kann? Weiß ich nicht. Aber es sieht gar nicht so scheiße aus, muss man sagen. Sieht wirklich ganz gut aus. Was? Das finde ich schon. Oh, hier ist Wasser. Also, wie gesagt, sieht gar nicht so schlecht aus. Und es läuft auf Ultra bei mir, was ich gerade extrem. Wow! Komisch finde. Und mit Aufnahme dabei. Zur Kontrolle nochmal eben für alle, die gerade fragen, warum fragte sich das? Ich habe eine 750 Ti drin. Und für Ultraspiele ist die zwar geeignet. Ja, kann die schon, aber dann auch noch aufnehmen ist nicht gerade die beste Art, aber es hat ganz gut funktioniert. Mission complete. 510 Lungot? Oder heißt es Silber? Ja, Silber, okay. Ranking, Score, Bonus, Penalty, Bugs. Oh, 944 Bugs bekommen. Und 150 EP, alles klar. War das Tutorial? Oder was war das jetzt? About time, Alex. I've got you a race-ready ride stashed in a barn nearby. Where? You haven't updated your 510 net in a while, have you?
Stopp, 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 stopp. Okay. Expand the Minimap. Schick. Auch das mit dem Typen sah gerade echt so gut aus. Was ist denn hinter mir? Sind das andere Spieler? Sind das andere Spieler? Cool. Echt cool. Aber ich kann ja auch noch zwischen ganz vielen Bezeichnungen durchschalten. Hilfe auf einer Karte brauche ich nicht. Oh! Sah auch echt geil aus. Ah, das ist mein Menü. Optionen. Controls. Steering Sensitivity. Wir machen das einfach mal alles ein bisschen. Ne, Brake nicht. Nur Steering. Machen wir ein bisschen höher. Ja, ist okay. Für den Truck ist das okay. Wenn es grün wird, konnte ich dem näher. Oh cool, wir kriegen so eine Strecke in der Luft. Schick. Das ist auch irgendwie komisch. Wenn ich nach rechts mache, mit dem Rechtsstick, dann sehe ich wirklich nur die rechte Seite. Linke Seite, hinten. Ich kann mich nicht, wie nennt man das, aktiv umsehen. Nennt man das aktiv? Dynamisch. Dynamisch umsehen. So. Das meinte ich. Ich mache hier mal gerade bei mir im Ventilator ein bisschen an. Könnte sein, dass ihr den hört. Aber geht nicht anders. Computer crap, right? That's right. Let's get you synced to the 510 net. We found backdoors into these data stations all across the country. So we load our own info onto this service. You can find everything on here, man. Race events, places of interest, you name it. And it's all encrypted and secure. Meine Güte, wie viel ist da? Okay, press A to set a waypoint. Set waypoint. Okay, fast travel geht auch. Praktisch bei so einer Map. Jetzt gehen wir wieder zurück und ja. Oh, das mag ich schon. Oh, ich brauche das Spiel. Ich brauche das Spiel, glaube ich. Dann sollen wir eben... Nein. Ist auch nicht irgendwie. Ne, ich kann das mit der Kamera nicht umstellen. Da muss ich mich dran gewöhnen. Aber okay, das ist interessant mit dem Ding da über mir, aber momentan stört es mich eher. Und ich sammle anscheinend auch links Punkte für Near Miss und so ein Kram. Dass ich nah an dem vorbeifahre. Handbremse habe ich noch nicht gefunden. Mal gucken. Hey Harry, I'm here. We happy? Oh, we happy. Schick. I put a lot of money under the hood, so you should have more than enough muscle to burn tonight's crowd. Speaking of which, you need to get here soon, Alex. Your brother's spooked about something. It's not like Dayton. I'm on my way. Direkt den nächsten Wagen. Get to the race. Set a waypoint and get over here. And put your game face on. This race is gonna be intense, man. You should see this crowd. I can handle it. No doubt. Just don't forget your brother needs to see you after. Sounds serious. Don't worry, old man. I'm not gonna forget. Welcome to Detroit. Set a waypoint und zurück. Die aktivierte Map. Zack. Richtig nice. Aber muss ich mich dran gewöhnen. Dann fahren wir mal nach Detroit. Wie, wrong way.
Berechne bitte einfach eine neue Route. Ich bin fast reingefahren. Das ist Ryan. Ryan. Das finde ich cool. Ich weiß nicht, ob das wirklich Leute sind. Change Kamera. Ja, ein bisschen mehr zurück ist gut. Was für Kameraposition habe ich denn noch? So eine. Da raus. Und die. Ja, hätte ich gerne die hier. Detroit. Ich habe gehört, man soll... Alles klar. Man soll ja durch ganz Amerika fahren können. Und dazu bräuchte man etliche Stunden. Da steht das kaputte Auto. Aber ob das so stimmt... oder ob irgendwer so blöd ist und das machen wird... Okay, mit den so Damage-mäßig. Oh, die mit der Kamera ist echt noch. Ich hoffe, das ändern die noch. Da kommen wir noch nicht mit klar. Ja, jetzt hör doch mal auf, Wrong Way zu sagen. Ich versuche ja gerade hier einen Weg rauszufinden. Da. Zum Beispiel. Kann ich auch aufsteigen, eigentlich? Was passiert denn mit den anderen Knöpfen? Nix. Nix. Back on track. Oh. Ja. Das hat aber funktioniert. Also wenn ich B gedrückt halte, kann ich back on track. Das ist Nitro. Nitro mit A. Also ich spiele natürlich mit dem Xbox Controller. Ah, das ist die Handbremse. Okay. Gut. Gut zu wissen. Die Linie über meinem Kopf ist weg, obwohl ich die Strecke fahre. Da kriege ich wahrscheinlich auch Nitro wieder. Wow. Ich habe gar nicht aufgepasst. Habe ich gerade auf die Nitro-Linie geachtet. Be wrong way. Ne, nix wrong way. Bin hier vollkommen richtig. Ne, fühlt sich von allein wieder auf. Okay. Muss man ja auch wissen. Was sagt er mir da? Wrong way. Ist vielleicht noch ein kleiner Beta-Bug. Ich muss halt sagen, das ist eine Beta. Ich will jetzt gar nicht so über die sagen, aber das ist ja auch egal. Gerade. Ich habe glücklicherweise einen Key bekommen. Julia nicht. Kai hat auch keinen bekommen. Heißt, ich spiele es erstmal momentan alleine. Ich weiß gar nicht, wie lange die Beta noch geht. Kein Plan. Da werden wir mal gucken. Ob die anderen vielleicht auch noch einen Key zeitlich kriegen. Aber wir fahren ganz schön lange, ne? Detroit sah auf der Karte so klein aus, aber wir fahren doch schon ganz schön lange. Jetzt bin ich falsch abgewogen. Ah, ein 180. Oh, auf einmal stehe ich die Linie wieder. Wo ist denn? Ah, der hätte mir meinen Drift versaut. Arschloch. Kann man ein bisschen Nitro aus Sprüge helfen hier, aus Pushen helfen. Hallo, Madison. Also natürlich etliche Leute jetzt auf dem Weg hier drin. Wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Wir haben auch alle andere Autos. Okay, das mit dem Driften geht noch nicht so ganz so gut. Vielleicht bin ich auch wieder zu blöd dafür. Na, ging schon besser. Ob das jetzt richtig Driften war, weiß ich auch nicht. Solo.
So, weiter geht's. Ich musste mich da mal eben ein bisschen ausklinken. Weil mein Paraker. Aber das ist auch kein Problem. Oh. Oh, mit der Steuerung komme ich noch nicht so ganz so klar. Leck mich am Arsch. Da muss ich mich echt dran gewöhnen oder noch umstellen. Das ist echt nicht. Ey, geh weg. Blöder Cadillac oder warum das war. Okay, die sind natürlich gerade extrem schlecht eingestellt. Einfach weil die wollen, dass sie gewinnen wahrscheinlich. Oder sind das andere Leute? Sind das andere so Leute? Sean, Matt, Diego, das hört sich nicht wie Nicknames an. Ich weiß es nicht. Spiele ich mit anderen Leuten hier? Kann das einer von euch vielleicht sagen? Weil wenn ja, dann bin ich aber ich habe nur richtig Glück, dass ich mit den Arschlöchern der Welt fahre. Ich glaube, es sind Computer. Die einfach nur auf schlecht eingestellt sind. Boah. Ja, das war ich, genau. Hast du gesehen, ne? Mission complete. Kaputtes Auto, aber ja. Bronze oder Gold? Bronze. Ranking. Friend Level Board. Oh, cool. Ja. Ja, 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 ja. Kann ich mir leben. Kommt jetzt. Das wissen wir also. Hallo. Wenn wir direkt in die nächste Mission geschmissen. Fände ich jetzt nicht so geil. No, local, local. Ist direkt die nächste Mission. Ja, brillant. Ja, bin ich, auf jeden Fall. Sieht man ja. Ja. Bruder. Okay. Wir sind also Brüder. Schon mal interessant zu wissen. Ah. Ja, 30 seconds left. Ihr seid witzig. Eher mal richtig mit der Steuerung klarkommen. Das schafft ihr doch nie und nimmer. Vor allem nicht, wenn ich so fahre. Eins. Mission failed. Ach Gott. Go to the bridge. Ja, dann versuche ich das nochmal. Ja, da stand natürlich ein Wagen im Weg.
Ich hab's geschafft. Ja, dieser schaffen das. Locker. Locker. Und trotzdem würde ich nicht so gerne von Mission zu Mission geschmissen werden. Ich versuche ja zu driften. Ah, jetzt kommt schon der SMS wieder. Ich wollte doch gar nicht so lange aufnehmen. Ich wollte nur eine Mission machen. Aber nein, man wird direkt in die nächste geschmissen. Ah, nein. Ching. Nicht mehr Level 2. Ist es jetzt gut oder werde ich schon wieder in die nächste Mission geschmissen? Hallo. Scheint mir, als würde ich wieder irgendwo reingeschmissen. Warum muss ich mich eigentlich so beeilen, wenn der Typ immer noch nicht da ist? Komm mal hin. Ich meine, ist ja schön, das sieht alles super geil aus, ne? Aber ich möchte gerne entscheiden, wann ich meine Mission weitermachen möchte. Hm. Oh. Aber direkt mal zu Anfang unseren Bruder verloren. 5 Jahre später. Okay. Immer noch im Knast? Oder Untersuchung? Hi Zoe. I think we can help each other. You know these guys, right? Of course you do. One killed your brother, the other framed you for his murder. Here's the deal. I want this guy. Special Agent Coburn, he's dirty. All I need is proof. And you want this guy, Dennis Jefferson, a.k.a. Shiv, leader of the 510 Motor Club. I'm in. You've got 8 more years in here. You can wipe that slate clean, clear your name. I said I'm in. Okay, you're hereby working for the Federal Bureau of Investigation. I got nothing against being on the right side of the law. There's a ride in the shop across town. I'll be in touch.
Die Übergänge sind mir noch irgendwie ein bisschen suspekt. Dieses komische schwarz-grau-Geblubber da. Wie es uns so einen Rauch machen können. Hier unten rechts gerade. Oh, ein buggendes Taxi. Jetzt sind wir wahrscheinlich in unserer Garage. Car-Dealer. Cool. Wir haben also einen Dodge Challenger SRT8. Wir haben einen Ford Mustang GT 2011, ein 2013 Nissan 37OZ oder 370Z und ein Chevrolet Camaro. Ich glaube, ich nehme den. Ja. Kaufen. CC ist anscheinend dieses Geld, was man sich kaufen kann. Das ist auch okay. Alles klar. Car-Tuner Street. Driving Test. Danach. Set Waypoint. Da stehen wir. Werde ich machen, aber nicht mehr in dieser Folge. Mal gucken, wann wir das machen. Ja, genau. Mal gucken, wann wir das machen. Bis dann, Leute. Bis zur nächsten Episode. Wahrscheinlich nicht vor dem Wochenende. Ciao.